Naja, wir sind hier in Arica. Das ist die nördlichste Stadt von Chile in Südamerika. Und das ist eigentlich sozusagen das Tor zur Atacama-Wüste. Und wir haben vor, diesen Freitag die Wüste nonstop mit dem Handbike zu durchqueren. Ja, wir starten mit dem Projekt. Ich meine, wir sehen es jetzt nicht am wunderschönen Morro. Das ist quasi das Wahrzeichen von Arica und ein sehr geschichtsträchtiger Ort. Das führt nachher über die Stadt auf die Route 5, die dann quasi die Panamericana-Straße ist, von Alaska bis Feuerland, Chile. Und den Teil, der durch die Atacama-Wüste führt, fahren wir dann vorbei an Iquique, beziehungsweise Antofagasta und bis eben dann runter nach Copiapo. Wir haben auch auf der Strecke am Tag mit 45 Grad plus zu rechnen und in der Nacht auch mit Minusgraden. Wird schon ganz cool werden. Gewachsen ist die Idee, die Atacama-Wüste zu durchqueren in mir, aber schaffen kann ich das nur mit einer Crew. Alleine wäre ich da hilflos und wenn man da gemeinsam was macht, dann kann man scheinbar unmögliche Ziele möglich machen. Und sozusagen ist es auch eine Teamleistung, das was wir hier machen. Ich glaube sofort. Nach zwei, drei Minuten bleibt es mir auf. Das ist der Lustige, genau.